Also die Ausgangslage bei uns war, dass die Hallenbeleuchtung sehr dunkel war, dass dann einfach auch klar war, da müssen wir was machen. Und klar, zusätzlich hatten wir das Problem mit natürlich hohen Stromkosten, wo man ja immer mehr von dem Thema LED-Beleuchtung gehört hat. Der Maiborn von Evolumo, der hatte uns ja in einer Rentabilitätsrechnung sehr schnell auch dann die Mehrwerte aufzeigen können. Und das schlagende Argument war unterm Strich, dass die Investition in diese Beleuchtung, ja, man kann ja nicht sagen, nach 2,5 bis 3 Jahren sich amortisiert hat, aufgrund eben der Ersparnisse beim Strom. Und wenn man dann hochrechnet, dass die Beleuchtung eine zu erwartende Lebensdauer von ca. 14, 15 Jahren hat, dann war halt uns auch sehr schnell klar, dass wir hier an der Stelle sehr viel Strom sparen können, der Umwelt was Gutes tun können und unseren Mitarbeitern natürlich auch noch. Und somit haben wir hier, ich würde mal sagen, 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also die Herausforderung liegt natürlich darin, dass wir können ja keinen Produktionsstillstand hinnehmen. Die Hallenbeleuchtung musste aber über die gesamten 3 Hallenteile erneuert werden. Und somit war natürlich die Herausforderung, dass das Montageteam für die Hallenbeleuchtung sich mit den Arbeitern in unserem Betrieb sozusagen gut miteinander vertragen. Und wir dann ja gucken mussten, dass wir die Bühne entsprechend, die da gestellt wird, so dann platzieren, dass jetzt, sagen wir mal, auch das Montageteam für die Beleuchtung störungsfrei arbeiten konnte, die dann nicht in den Betriebsablauf hineinrutschten, der ja auch sehr gefährlich ist jetzt bei uns hier im Stahlbau. Und das hat aber alles reibungslos funktioniert. Von vorn weg war das ganze Projekt sehr sauber aufgesetzt, da auch ein großes Lob an die Firma Evoluvo. Somit war von vornherein aufgrund der guten Planung auch gewährleistet, dass die geplante Installationszeit von knapp einer Woche dann auch auf einen Punkt eingehalten werden konnte, obwohl der Start, muss man sagen, ein bisschen holprig verlaufen war. Einen krankheitsbedingten Ausfall im Montageteam konnten wir erst später starten, aber ich denke, aufgrund der guten Planung und aufgrund der wirklich guten Teams, was da bei uns an der Halle die Arbeiten durchgeführt hat, konnte dieses Projekt auch wirklich sehr gut in Time durchgeführt werden. Also das Besondere für uns an der Lösung ist, dass wir jetzt eine Taglichtsteuerung haben, sprich an Tagen, an denen wir eine sehr gute Sonneneinstrahlung zum Beispiel haben, haben wir über die Lichtkuppeln eine ohnehin schon gute Ausleuchtung in den Hallen und die Lichtsteuerung sorgt dann zusätzlich für Stromersparnis und natürlich längere Lebensdauer der entsprechenden Leuchtmittel. Zusätzlich zu der Taglichtsteuerung haben wir die Möglichkeit, bestimmte Hallenteile nicht zu beleuchten. Das war vorher so in der Form nicht unbedingt möglich. Und das ist halt neben der Taglichtsteuerung eigentlich gegenüber der konventionellen Beleuchtung, die wir vorher hatten, ein weiteres großes Highlight. Ja, wir haben im Anschluss auch noch die Beleuchtung an den Arbeitsplätzen ausgetauscht. Wir hatten vorher Leuchtstoffröhren, die natürlich auch sehr viel Strom verbraucht haben. Und wir hatten, kann ich mich nur erinnern, eine Beispielleuchte, die wir dann am Arbeitsplatz montiert haben. Und diese Ausleuchtung war eigentlich so exorbitant besser als die alte, dass wir gesagt haben, okay, auch diese Leuchten tauschen wir jetzt vollflächig nochmal aus. Die sind zudem mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, sodass sie wirklich nur dann in Betrieb gehen, wenn der entsprechende Werker auch wirklich das Licht benötigt. Und das ist ein weiterer Art Zusatzpunkt in Richtung Stromersparnis. Und so kam schnell auch die Idee auf, hier an dieser Stelle zu kooperieren, um, ich sag mal, unser Wissen als Hallenbauer auch im Bereich der weiteren Gewerke ins Spiel zu bringen und wir wiederum auch von den Geschäftsbeziehungen der Firma Evolumo an der Stelle profitieren. Also eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Und so wollen wir in die Zukunft gehen.